Willkommen zu einer neuen Folge von Softwarearchitektur als Beruf. Wer bist du? Hallo, ich bin Martina Freers. Ich bin Mama von zwei Kindern, verheiratet und lebe in Berlin. Was steht auf deiner Visitenkarte? Ich habe ehrlich gesagt schon seit Jahren keine Visitenkarten mehr. Und ich glaube, ich brauche sie auch nie wieder oder hoffentlich brauche ich sie nie wieder. Wenn ich welche hätte, würde draufstehen, dass ich Principal Consultant bei der InnoQ bin. Principal Consultant, was ist das? Das ist eine Mischung zwischen Key Accounter und Senior Berater. Einerseits sind wir vertrieblich verantwortlich für unsere Kunden und auch Neukundengewinnung, Verträge abzuschließen, Auftragsklärungen, Angebote zu schreiben und dann auch nachher Projekte abzurechnen, die Besetzung der Projekte. Wie können wir Teams staffen, wie gehen wir davor und auch strategische Themen. Und auf der anderen Seite arbeiten wir teilweise auch noch aktiv in den Projekten mit. Bei mir sind es aktuell zwei Projekte, wo ich hauptsächlich auch noch als Beraterin aktiv unterwegs bin. Wenn ich das tue, dann geht es meistens darum, die Fach- und Entwicklerseite zusammenzubringen, Fach- und Architektur, Kommunikationsthemen, Prozesse, wie kann man Projekte aufsetzen oder Teams aufsetzen, dass es dann auch funktioniert miteinander, MVP-Gedanke, Ziele, wie operationalisiere ich Ziele, wie komme ich denn überhaupt dahin, dass es dann, was ich mir schon das überlegt habe, was ich erreichen möchte, auch dann wirklich erreicht wird am Ende. Genau, das sind so die Themen, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftige. Prozesse zu verschlanken, welche Prozesse sind überhaupt nötig und wie schon gesagt, hauptsächlich halt Fach und Tech zusammenzubringen. Wie bist du da hingekommen? Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Ich habe irgendwann mal vor 20 Jahren, ist jetzt fast her, BWL studiert, also Betriebswirtschaftslehre. Sowas von gar nichts mit IT und Tech zu tun gehabt und habe das mit dem Schwerpunkt internationales Management und Marketing Kommunikation studiert und bin danach in eine IT-Agentur gekommen, die damals sich hauptsächlich um Customer Relationship Management Themen gekümmert haben, also CRM-Systeme aufzubauen, technologisch aufzubauen, welche Daten, wen muss ich da überhaupt miteinander verknüpfen, wie kommen die Daten von X nach Y, dass man sie dann auch nutzen kann und auch im Newsletter-Marketing unterwegs gewesen, die Umsetzung und die technische Versand von Millionen von Newslettern. Genau, da habe ich ganz klassisch angefangen, damals als Projektmanagerin, hieß man damals noch. Ja, das habe ich ein paar Jahre lang gemacht, bin dann irgendwann auch dann Consultant dort geworden und nicht mehr Projektmanagerin, als Consultant dann auch ein eigenes Team gehabt in der Verantwortung. Da ging es vor allem darum, um Konzepte. Was möchte der Kunde erreichen? Wie kann man so etwas erreichen? Und wie Kollegen, die technischen Konzepte dazu geschrieben haben. Und meine Aufgabe war im Endeffekt, das zusammenzubringen, den Entwicklern zu erklären, was will man eigentlich erreichen, wo möchte man hin und was braucht man denn dafür. Und dann auch dem Kunden zu erklären, wie so eine Lösung aussehen kann. Das habe ich ein paar Jahre lang gemacht. Ich fand das immer super spannend. Vor allem fand ich das so faszinierend, generell in der IT, dass das halt so schnelllebig ist. Man kann mal was ausprobieren und wenn es halt nicht funktioniert, dann ist es halt gar nicht schlimm. Dann kann man es halt auch schnell wieder wegmachen, was Neues machen. Und das sind natürlich alles Dinge, die ich aus dem klassischen, ich so mal Herstellerbereich, da wo ich vorher Praktikas gemacht habe oder gearbeitet habe, halt nicht so kannte. Das sind halt alles Hardware-Produkte gewesen und da kann man halt einfach nicht mal schnell mal kurz was revidieren und rumprobieren, sondern es war halt alles immer aufwendig mit langen Prozessen verbunden. Ja, und das fand ich ganz spannend. Bin dann aber, habe ich mich dazu entschieden, nach ein paar Jahren die Stelle zu kündigen und wollte mal wieder was komplett anderes machen, ganz neuen Input bekommen und bin dann damals ins Ausland gegangen und zwar nach Argentinien. Ich habe da während der Studentenzeit und auch während dem Arbeiten öfters als Backpacker Urlaub gemacht, war da unterwegs und ich fand das immer ganz toll, gut gefallen und habe dann erstmal als Freiwillige auf dem Land in Argentinien in einem ganz kleinen Dorf an einer Schule gearbeitet. Für 6 Monate ungefähr war ich da. Habe da Englisch unterrichtet und es ist eine Agrarschule. Das heißt, die haben viel Land und viel Fläche, viel Tiere und die Kinder nachmittags sind in einzelnen Sektionen eingeteilt und kriegen noch zusätzlich eine Agrarausbildung. Wie stelle ich Joghurt her? Wie melke ich überhaupt Kühe? Genau, also alles Mögliche. Das habe ich ein paar Monate lang gemacht. Das war toll, ganz arg beeindruckend. Ich war dort die Einzige, die in einem Dorf, glaube ich, sogar Englisch konnte. Ich musste ganz hart gezwungen Spanisch lernen. Ich war, glaube ich, die ersten paar Wochen abends um 8:30, 9 so müde und im Bett, weil mein Kopf geplatzt ist. Genau, aber mir blieb nichts anderes übrig. Ich musste die Sprache lernen, auch da, wo ich untergekommen war. Die Amable hieß die Frau, konnte auch nur Spanisch. Das heißt, die ersten paar Wochen waren etwas holperig.
Aber dann haben wir uns da schon eingegroovt und das wurde dann auch immer besser. Mir hat das super gut gefallen, einfach wieder ganz anderen Input, ganz andere Dinge zu erleben. Und als die Zeit dann um war, wollte ich noch nicht zurück mehr nach Deutschland, bin nach ein bisschen gereist und habe dann durch Zufall einen Job bekommen dort über einen Bekannten von mir aus Deutschland bei einem Startup in Argentinien. Und durch dieses Startup, da ging es um eine Web-Applikation, die sich da ausgedacht haben und vertreiben wollten, habe ich dann meinen zukünftigen Chef kennengelernt, den Chad. Und der Chad und ich haben dann angefangen, in Projekten zusammenzuarbeiten. Ich habe viel Projektmanagement und Kundenbetreuung gemacht für ihn in Projekten. Und das Ganze wurde dann größer. Er hatte immer mehr Aufträge. Und dann haben wir in Argentinien, hat er unter seinem Namen eine Firma gegründet, Inaka. Und ich bin in dieser Firma dann sozusagen mit eingestiegen und habe dann hauptverantwortlich um das operative Geschäft gekümmert. Um die Projektumsetzung mit den Kunden und mit den Entwicklerteams und haben dort hauptsächlich Web-Apps, aber auch native Mobile, Android und iOS-Apps gebaut. Für Kunden hauptsächlich vom amerikanischen Markt, aber ja, auch aus anderen Ländern. Und hatten viele Kollegen aus vielen Ländern, hauptsächlich Südamerika, aber auch aus den USA. Und da habe ich unwahrscheinlich viel gelernt über Projektmanagement, über Projekte überhaupt aufzusetzen, mit unterschiedlichen Teams zusammenzuarbeiten, unterschiedliche Architekturen und vor allem das Thema Kommunikation und Kulturen auch bei Kunden, wie man das zusammenbringt in einem Projekt, dass es dann auch erfolgreich sein kann. Genau, und ja, während der Zeit in Argentinien habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Wir haben zwei Kinder gemeinsam bekommen und nachdem das zweite dann auf der Welt war, haben wir entschlossen, also ich zurück nach Deutschland mit Mann und Kindern sozusagen im Gepäck zu gehen. Und jetzt sind wir seit knapp 4 Jahren wieder in Deutschland, also ich wieder in Deutschland mit Familie. Genau, und habe dann nach der Elternzeit, die Kleine war 7 Monate, als wir angekommen sind in Deutschland und nachdem wir dann einen Platz hatten in der Kita und das alles einigermaßen eingegroovt war, habe ich dann bei der InnoQ angefangen zu arbeiten. Und bei der InnoQ ganz klassisch vorher als Senior Consultant begonnen, Projekt unterwegs gewesen und bin jetzt seit, oh, ich glaube, 2 Jahren ungefähr dann Principal Consultant. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Ganz ehrlich, gar nichts. Also ich war da überhaupt nicht drauf vorbereitet, hatte mich vorher nie intensiv damit beschäftigt. Wie schon gesagt, ich habe damals in dieser Agentur das Jobangebot bekommen. Ich fand das super spannend. Vor allem fand ich es einfach so spannend, dass es halt so schnelllebig ist und so viele Sachen schnell passieren und man immer wieder was Neues lernt und neue Sachen probieren kann und jeder Kundenkontext unterschiedlich ist. Ja, genau. Und das hat mich eigentlich dann in der IT gehalten. Das ist einfach dieses Schnelllebige und immer wieder was Neues und neuen Input, neue Sachen probieren. Genau, und das finde ich bis heute noch weiter spannend. Deswegen ist es dann das IT-Umfeld geblieben. Welche Rolle spielt Softwarearchitektur in deinem beruflichen Leben? Naja, also dadurch, dass wir ja eigentlich Umsetzungspartner und Technologieberater und genau uns auf der strategischen Ebene bei Kunden immer im IT-Umfeld bewegen, habe ich damit natürlich eigentlich täglich zu tun. Ich glaube ganz fest, dass eine IT-Architektur, also nicht vorgegeben werden kann und dann sich ein Unternehmen anpasst, sondern im Endeffekt jede Architektur muss auch zu dem jeweiligen Kunden, zu dem jeweiligen Unternehmen, zum jeweiligen Projekt passen. Und das ist oft eine Herausforderung, weil dazu muss man natürlich verstehen, wie funktioniert so ein Unternehmen, was ist überhaupt die fachliche Expertise des Unternehmens, wie funktionieren fachliche Prozesse in diesem Unternehmen. Und das muss halt zusammenpassen, weil ansonsten sind halt solche Projekte oft zum Scheitern verurteilt. Und ich kann mir zwar die schönste Architektur auf dem Blatt Papier ausdenken, wenn sie einfach nicht zu den Strukturen und zu den Begebenheiten passt, dann wird das halt nicht funktionieren. Und da ist halt oft die Herausforderung, einerseits, wie kann ich Unternehmensprozesse verändern, ein Unternehmen verändern, dass man vielleicht auch eine moderne Architektur leben kann, weil man weiß, das ist die Zukunft, aber man ist halt noch nicht an dem Punkt und gleichzeitig aber auch mit der Architektur die Leute nicht überfordert. Und sie muss halt umsetzbar sein. Teams müssen vielleicht neu aufgestellt werden. Fach und Entwicklung brauchen ganz anderen Bezug zueinander. Und damit, ja, mit den Themen beschäftige ich mich viel und habe, da sehe das auch sehr oft bei unseren Kunden, welche Herausforderungen es dort bei diesen Themen gibt. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Ah, dann weiß ich gar nicht. Der schlimmste berufliche Moment war, glaube ich, dann auch der Weggang aus Argentinien. Das, was man dort aufgebaut hat in der Firma und das Ganze hinter sich zu lassen und auch zu wissen, dass das so, wie wir es das aufgebaut hatten, nicht weitergehen wird. Das war, glaube ich, so der schlimmste berufliche Moment. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, schlimme berufliche Momente. Ich glaube, man hat oft das Gefühl so, oh je, oh je, oh, wie komme ich jetzt da wieder raus und jetzt haben wir da Mist gebaut oder man muss irgendwas Unangenehmes dem Kunden kommunizieren. Und das ist immer sehr unangenehm am Anfang, aber ich habe einfach gelernt,
gelernt, wenn man da den ersten Schritt macht und einfach ehrlich, offen und schnell, proaktiv die Sachen kommuniziert, dann sind sie meistens gar nicht so schlimm. Also ich habe bisher immer Kunden gehabt, die dann auch Verständnis gehabt haben, Sachen nachvollziehen können. Begeisterung natürlich jetzt nicht, aber zumindest ist es nie wirklich eskaliert. Und solche Momente gibt es halt, die gehören mit dazu. Und ich glaube, umso länger man wartet, solche, ich sag mal, schlimmen Momente dann aktiv anzugehen und zu kommunizieren, umso schlimmer werden sie eigentlich auch. Von dem her, damit solche Sachen schnell dann zu besprechen, schnell zu eskalieren und schnell zu kommunizieren, fahre ich eigentlich immer ganz gut mit, dass es dann eigentlich nie wirklich schlimm wird. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Die wichtigste nicht-technische Fähigkeit ist, glaube ich, meine Kommunikationsstärke. Ich glaube, Kommunikation ist essentiell für erfolgreiche Arbeit. Und ich habe eigentlich noch nie ein Projekt erlebt, was an technischen Dingen gescheitert ist oder an technischen Herausforderungen, sondern meistens halt dann doch im Kommunikationsbereich, also im menschlichen Bereich, einfach die Probleme sitzen. Und da ist es, glaube ich, unwahrscheinlich wichtig, da ein Gefühl für zu haben, wie Kommunikation funktioniert, die Empathie zu haben, auch zu verstehen, was möchte der andere eigentlich gerade mit kommunizieren, weil der andere hat ja meistens nicht Unrecht, weil er halt einfach aus seinem Blickwinkel heraus die Sachen sagt und ich habe vielleicht einen anderen Blickwinkel in dem Moment und sehe die Dinge dadurch anders. Trotzdem hat ja irgendwo jeder auf seiner Seite Recht und das zu schaffen, diese Kommunikation zusammenzubringen, das Verständnis zueinander zu schaffen, miteinander offen darüber zu reden und dann gemeinsame Wege zu finden, das ist, glaube ich, eine Stärke, die mir immer sehr geholfen hat. Das auch zu erkennen, wenn Leute vielleicht Dinge sagen, die sie aber eigentlich was anderes ausdrücken möchten, was anderes meinen, warum kommuniziert jemand so, wie er kommuniziert und das anderen auch begreiflich zu machen und das Kommunikation nicht nur synchron sein muss. Es gibt auch asynchrone Kommunikation. Und was muss ich wie in einem Projekt verwenden und aufstellen und den Leuten auch bewusst machen, dass zum Beispiel eine Teamarbeit funktioniert, Erwartungshaltung geklärt werden miteinander, aber auch genauso Teams und die Architektur, Teams und die Projektleitung, Teams und das Management. All solche Themen sind sehr kommunikationsbehaftet und Kommunikation dann wirklich ein essentieller Faktor ist, dass die Sachen dann erfolgreich auch klappen. Und deswegen ist, glaube ich, die Kommunikationsstärke und auch die Begeisterung dafür und auch immer sagen, Leute, kommuniziert miteinander, lasst uns das besprechen, redet ehrlich miteinander, klärt eure Erwartungshaltungen, mir schon immer sehr geholfen hat bei meinen beruflichen Dingen. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Also ich möchte eigentlich immer Mehrwert schaffen. Ich möchte das Gefühl haben, dass das, was wir hier täglich tun, auch jemandem etwas bringt und jemand davon etwas hat. Ich finde nichts Schlimmeres, wenn man an Dingen arbeitet, wo man eigentlich weiß, sie gehören in die Schublade, das wird niemals jemand gebrauchen oder das ist einfach, wird nicht zum Erfolg führen, die Leute werden nicht damit zufrieden sein. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, einen Mehrwert zu schaffen in meinem täglichen Arbeiten. Und ich glaube auch, dass das halt, Zufriedenheit bei allen beiträgt. Wenn man halt einen Mehrwert geliefert hat und der Mehrwert anerkannt wird, man selber ihn auch sieht, dann sind Teams zufriedener, der Kunde ist zufriedener und dann man hat einfach ein angenehmeres Arbeiten, als wenn alle nur denken, was machen wir hier eigentlich überhaupt und warum tun wir das überhaupt. Das und auf der anderen Seite finde ich es ganz wichtig, immer wieder neue Dinge zu lernen und da einfach auch möglichst viele Sachen mitzubekommen und spannend. Es gibt so viele neue, spannende Themen. Es gibt, jedes Unternehmen ist anders, bei jedem lernt man neue Dinge und genau, das ist so ein berufliches Ziel, tägliches Lernen nicht aufzugeben und da immer weiter zu gucken, dass man einfach über die Zeit ganz viele Dinge kennenlernt und verstehen lernt. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Also ich glaube, viele Leute denken, dass Berater unwahrscheinlich viel reisen müssen. Und das ist natürlich eine extreme Einschränkung, wenn man das muss. Ich muss aber sagen, dass wir da ja, also dass es bei uns überhaupt nicht so ist. Bei uns war auch schon vor Corona relativ wenig Reisezeit. Wir haben uns das selber, legen können, koordinieren können und müssen sehr wenig vor Ort bei Kunden sein. Mit den meisten Kunden klappt das sehr gut, dass man da auch sehr gut remote zusammenarbeiten kann. Und das gibt uns natürlich eine wahnsinnige Flexibilität, also vor allem mir mit zwei Kindern. Wir haben viel zu koordinieren, Sport, Arztbesuche, alles Mögliche. Und da einfach die Freiheit zu haben, dass ich halt zu Hause bin als Beraterin und mir meine Arbeitszeit dann auch relativ frei einteilen kann und auch mal sagen kann, nee, ich muss jetzt heute Nachmittag mal zum Arzt oder ich fange später an, weil ein Arzttermin ansteht. Mit der ganzen Fahrerei, mit Schule und Kita. Unsere Kleine geht noch in die Kita, der Große kommt jetzt nach dem Sommer in die dritte Klasse. Und das ist manchmal schon einiges zu koordinieren. Und das ist halt einfach was,
wo ich mich sowas von gar nicht eingeschränkt fühle, mit meinem jetzigen Arbeitgeber, mit der InnoQ, und das super supported ist. Dass man halt einfach auch diese Dinge, dass ich diesen Job machen kann, so arbeiten kann, obwohl ich 2 kleine Kinder habe. Genau, deswegen also eingeschränkt in meinen Beruf. Ich persönlich empfinde das nicht so. Andere Berater sehen das vielleicht anders, aber ich fühle mich bei uns, bei der InnoQ, gar nicht eingeschränkt und fühle mich da sehr wohl. 3 Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Ratschläge an mein 18-jähriges Ich. Also ganz ehrlich, ich würde nichts anders machen. Also dieses Reisen, viel unterwegs sein. Ich war auch während dem Studium viel im Ausland. Und dann, wie gesagt, bin ich ja fast 10 Jahre waren es dann im Ausland gewesen. Das würde ich immer alles gleich machen. Und ich vielleicht nochmal raten, sich nicht zu sehr verunsichern lassen durch andere, die vielleicht solche Wege nicht ganz nachvollziehen können oder eher, ich sag mal, sichere Wege suchen mit einem festen Job, mit einem festen Vertrag und dann eher so, oh, du kannst es doch nicht kündigen, du musst doch wissen, was du danach machst, da einfach keine Angst vor zu haben, weil ich glaube da fest dran, wenn man den ersten Schritt gehen die Sachen immer weiter und Sachen passieren einfach, weil man halt angefangen hat, etwas zu tun. Es ist so ein bisschen so, wenn der Stein ins Rollen gekommen ist und einfach mal ausprobieren und machen und wenn Sachen nicht funktionieren, das ist auch gar nicht schlimm, sondern einfach sagen, gut, es hat halt nicht funktioniert und dann weitermachen, das nächste suchen oder halt nochmal probieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das würde ich jedem jungen Menschen einfach auch wünschen, dass er einfach den Mut hat, solche Entscheidungen zu treffen und das einfach auch zu machen und nicht immer zu erwarten, dass alles perfekt sein muss. Dass die Sachen, auch wenn sie nicht perfekt sind, trotzdem funktionieren und deswegen nicht schlecht sind, sondern da auch sehr, sehr gute Sachen bei rauskommen.